OSCE Eval ist Ihre iPad-Applikation zur Bewertung von OSCE-Kandidaten. Genau wie auf den früheren Papierbögen bewerten Sie die Leistung der Kandidaten durch das Ausfüllen von Checklisten. Nur diesmal auf elektronischen Checklisten. In Ihrer jeweiligen Station liegt ein iPad schon vor Prüfungsbeginn mit der OSCE Eval Software für Sie bereit. Starten Sie OSCE Eval. Sie sehen nun Ihre Rotationsordner. In jedem dieser Ordner sind die Checklisten der entsprechenden Kandidaten enthalten. Drücken Sie mit dem Finger auf Ihre bevorstehende Rotation. Die Checkliste für Ihren ersten Kandidaten wird nun angezeigt. Die Checklisten sind üblicherweise länger als das Display des iPads. Sie können deshalb mit dem Finger durch die Checkliste scrollen, um alle Items einzusehen. Mit einem einfachen Fingerwisch von links nach rechts rufen Sie die Kandidatenübersicht auf. Hier können Sie ferner auch zurück in die Rotationsübersicht gelangen. Jeder Kandidat trägt ein sichtbar angebrachtes Namensschild. Überprüfen Sie immer, ob dieser Name mit demjenigen auf Ihrer Checkliste übereinstimmt. Die eigentliche Beurteilung erfolgt schließlich durch die Bearbeitung der Checkliste. Dazu drücken Sie auf ein entsprechendes Bewertungsfeld und wählen die zutreffende Antwortmöglichkeit aus. Sie können bereits getätigte Bewertungen natürlich auch ändern, indem Sie erneut auf die Schaltfläche drücken und eine andere Antwort auswählen. Ein Kandidat wurde dann vollständig durch Sie beurteilt, wenn Sie alle Bewertungen in der Checkliste vorgenommen haben. Sie sehen in diesem Icon hier, wie viele Bewertungen für Ihren aktuellen Kandidat noch bevorstehen. Übrigens, wenn Sie auf dieses Icon drücken, werden alle bereits getätigten Bewertungen für den aktuellen Kandidaten ausgeblendet. Durch erneutes Drücken auf das Icon wird die gesamte Checkliste wieder angezeigt. Es gibt Beurteilungen, welche die Erfragung einer Mindestanzahl definierter Kriterien durch den Kandidat erfordert, um mit Ja gewertet zu werden. Um Ihnen eine Gedächtnisstütze zu liefern, können Sie optional auf die verlangten Begriffe tippen, um sie farblich hervorzuheben. Sie können auch auf der elektronischen Checkliste Notizen erfassen, um beispielsweise auffälliges Verhalten des Kandidaten zu vermerken. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, einen individuellen Timer zu stellen, um beispielsweise daran erinnert zu werden, dass Sie dem Kandidaten einmalig den Verbleib der ihm noch zur Verfügung stehenden Zeit kommunizieren. Der Timer ertönt allerdings nur, wenn Sie die Toneffekte des iPads angestellt haben. Nachdem Ihr aktueller Kandidat den Raum verlassen hat, bleiben Ihnen für gewöhnlich noch 1 bis 2 Minuten Zeit, bis der nächste Kandidat Ihre Station aufsucht. Falls Sie noch nicht alle Bewertungen vorgenommen haben, empfehlen wir, dies an dieser Stelle nachzuholen. Wichtig ist, dass Sie spätestens den als nächstes vorgesehenen Kandidaten aus der Liste auswählen, wenn dieser den Raum betritt. Nun können Sie den neuen Kandidaten anhand seines Namensschilds identifizieren und das Spiel beginnt von vorne. Wenn Sie alle Kandidaten einer Rotation vollständig beurteilt haben, sollten Sie eben diese Rotation abschließen. Dies machen Sie, indem Sie die Kandidatenübersicht aufrufen und auf Signieren tippen. Nun können Sie anhand Ihrer Unterschrift die entsprechende Rotation unterschreiben. Sie ist nun abgeschlossen. Wenn Sie noch weitere Rotationen vor sich haben, so gehen Sie in die Rotationsübersicht zurück und wählen den entsprechenden Rotationsordner aus. In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein Kandidat nicht in der vorgesehenen Reihenfolge erscheint. Meistens hat er sich verirrt oder müsste Pause machen. Falls es dennoch zu einer realen Vertauschung kommen sollte, so können Sie den tatsächlich anwesenden Kandidat über die Kandidatenliste auswählen und wie gehabt beurteilen.
In noch seltenen Fällen kommt es vor, dass ein Kandidat gar nicht zur Prüfung erscheint. In diesem Fall sollten Sie ihn als abwesend registrieren. Dies vollziehen Sie, indem Sie mit einem Finger seitlich von rechts nach links über den Namen des Kandidaten in der Kandidatenliste wischen. Drücken Sie auf diese rote Schaltfläche. Falls der abwesende Kandidat zu einem späteren Zeitpunkt doch noch zur Prüfung erscheinen sollte, können Sie ihn auch virtuell wieder zurückholen.